Welkom allemaal. Wij gaan vandaag weer fijn Bijbel lezen. We pakken hem op bij Genesis 10, dus het eerste boek van het Oude Testament. En daarvan het tiende hoofdstuk. We hebben alles tot nu toe minutieus voorgelezen uit de Statenvertaling en de King James erbij. En de laatste stukken deden we ook met de Schlachterbijbel. En dat Duits werd dan voorgelezen door Michael. Als eerste wil ik Michael en Jurke van harte welkom heten. En jullie mogen ook even gedag zeggen tegen de kijkeraars. Ja, ja, dag Perry. Alle twee tegelijk. Ja. Ja, de Bijbel staat geschreven, twee kunnen niet samen spreken. Ja, dus dat was er juist eventjes voor een paar woorden het tegendeel bewezen. Ja. En vroeger, als ik nog jong was en ik had een heel goede vriend, Niels, en onze dialoog regelmatig, ik heb het altijd gezegd, van elke keer als je dat doet, dan zijn we nog een jaar langer samen. Dus in feite zouden we, ik denk 200 jaar moeten samen gaan zijn. Ik heb die vent al 30 jaar niet meer gezien. Zoveel daartoe. Nee, schoon dat je eventjes deze mooie inleiding gedaan hebt, ik wil eventjes twee dingen hier aan toevoegen. Ja, wir haben minutieus min of meer alle Kapitels, alle negen eerste Kapitels van Genesis, wat volgens mij betekent het begin, gelesen. We hebben ze geanalyseerd, we hebben ze besproken. Na op die manier hoe dat de Heilige Geest ons ingegeven heeft deze Bijbel te verstaan. Ja? Ik wil duidelijk maken dat het hier niet gaat over een Bijbelstudie die een leer of een les zou moeten betekenen voor de mensen die dat gaan bekijken, maar een hulp om de Bijbel te verstaan. Want wij kunnen alleen maar ons verstaan van de Bijbel weergeven en we grijpen ook op geen andere hulpmiddelen buiten de Bijbel terug, behalve hier en daar waar ik eens een keer die Bijbelcommentaren van Matthew Henry, denk ik, gebruikt heb, die in de King James nogal interessant zijn. Maar ook dat is alleen een hoe zeg je dat? Wat is dat Vlaamse woord? Een tikkel. Daar moet je tikkelen om dat eens een keer om uw gedachten op gang te zetten in die richting. Je moet dat als hulp gebruiken. Je moet dat niet gebruiken als van dat is het ja en een amen. Hè? Dat is het alfa en het omega. Alleen Christus is het alfa en omega. Ja? En wij proberen alleen maar op deze manier de Bijbel door de Bijbel te laten verklaren naar ons begrip dat wij hebben. En ik kan je garanderen, als wij dezezelfde zendingen nu nog twee of drie of vier keren zouden doen, elke keer gaan wij bepaalde versen weer terug andere en verdere ontdekkingen daarmee bijdoen en andere connecties gaan leggen. Dat is gewoonweg zo. De Bijbel studeren is een opgave voor de rest van je hele leven. En als je ze 20 keer leest, ga je ze 20 keer anders en beter verstaan. Ja? En wij hebben niet de intentie om te zeggen van onze manier, hoe dat wij het zeggen of wat wij hier uitleggen, dat is juist. En al die andere dingen, die zijn fout of dergelijke dingen meer. Daar zijn natuurlijk foute uitleggingen. En daar zijn dingen die moeten wikken en wegen. Of die moeten jullie zelf wikken en wegen. En je moet zeggen van, wat maakt meer zin in het licht van de Heilige Geest? En wat geeft de Heilige Geest mij als verstaan in van deze Bijbel? Als ik ze lees, als ik ze studeer, helpt mij dan die explicaties dus die uitleggingen van Perry, van Michael en van Jörg, helpt mij dat of helpt mij dat niet? Als het je helpt, dan is dat goed. Dat is ook als hulp bedoeld. Maar we doen hier geen leervideo's. Ja? Dat is geen bijbelleer. We zijn geen leraars. We zijn geen predikers. We zijn niks verder dan drie mensen die in Jezus Christus geloven en zo goed mogelijk te proberen als Christus te zijn. Want dat is wat een christen uiteindelijk uitmaakt. Dat hij probeert te zijn als Christ. Of als Christus, ja. En we proberen andere mensen naar het licht te trekken dat Jezus Christus zegt dat hij is. Hij zegt, ik ben het licht van de wereld. Ja, dat is het licht dat wij willen de mensen brengen. Geen, hoe zeg je dat, vrijmetselaars, gnosticisme en dergelijke dingen meer, waar ook allemaal alles om licht gaat. Nee, hier gaat het om Jezus Christus, het licht van de wereld. In hem is de waarheid, hij is de waarheid, hij is het vlees geworden, wordt en daar gaat het over in deze studies. Dat is één punt die ik wilde maken. Ja. En als je dan meer kort gaat, wel, dan kun je graag verder kijken en deze video's delen. Als je dan niet meer kort gaat, dan schakel uit. Dan is dit niks voor jou. Ja? Daar zijn gewoon video's waar je een keer op klikt en je zegt van, dat is niks voor mij. Waarom? Omdat je van een andere geest geleid wordt of omdat je niet wilt of weet ik voor welke reden dat ook mogen zijn. Maar als je wel
in dieselbe Geist diese Bibel will verstehen, sei von Herzen willkommen für unsere Lesung, die von da über das 10. Kapitel von Genesis geht. Ja, und dann den zweiten Punkt. Wir finden es altijd heel leuk, um so iets dreiteilig zu tun. Das will sagen, ich habe sehr wenig Videos dort nu toe in Nederlands auf meinem Kanal. Da wird in der Zukunft wahrscheinlich verändern, aber auf dit Moment ist das so, dass da nicht allzu viel sein. Und diese Videos sind in Engels, umwille von der King James Bible, in Nederlands, umwille von der Statenvertaling, und in Deutsch, umwille von der Schlachterbibel. Und wir haben auch in Verleden gemerkt, auf die Abmerkung getan, vooral Michael und ich, dass die Schlachterbibel wel eine gute Poging ist, um die Bibel in Deutsch zu vertalen, faultlos, aber dass hier und da je gegen Obstakels lobt, gegen Hindernissen lobt, gegen Peilers lobt, um ganz deutlich zu sagen. Ja? Mhm. Gleich als je auf Straat gegen einen Lichtpaal lobt, das tut Pein. Ja. Warum tut das Pein? Um willen von, dass je ineens gekonfrontiert wordt mit Vertalungen, die gewoon nie kloppen. Und da hilft Michael nu ein bisschen mehr darüber zu vertellen. Ja, komm mal op, Michael. Ja, guten Abend. Ich habe gestern ein bisschen gekeken auf meine Aussendung von die Buch von die Psalmen. Ich dachte, das ist eine gute Idee, dass ich die Psalmen sau tun auf meinem Kanal. Aber ich hatte gestern einen Kontakt mit Jörg und die sagte von mir, Michael, ihr müsst auch die Psalm 53 nennen. In dit geval en ik zeg oh dat is niet dat dat die beschrijving die komt niet van mij maar die is ook origineel van de slachter en dan zegt hij ja zo dat ik zou het graag zien als je jou die psalm 53 includeert en ik heb je psalm 53 gelesen auf Deutsch und ich dachte, okay, das kann ich tun, aber ist das sehr gut zu verstehen, weil ja, ich dachte, okay, die ist ein bisschen similar als die Psalm 14 und dann muss ich das auch nu verlegen von ein Video von 2 oder 3 Minuten. Ich denke, das ist ein bisschen viel Werk für eins und Psalm und ich habe dann gekeken auf die Slachter. Wir haben dann vergleichen mit die King James und da dachte ich, was ist das? Und dann habe ich auch gecheckt mit die eSort Software und dann habe ich auch beschlossen, dass ich keine enkele Aussendung mehr mag allein in Deutsch, weil ich habe für jede Bibel, weil da ist keine gute deutsche Vertonung von der Bibel, von der King James Bible 1611. Da ist keine enkele. Ich habe nur verschiedene hier legen, verschiedene Bibels, und da ist keine enkele. Und ich habe es vergleichen mit die Luther 1545. Und da ist auch der letzte Vers, die ist da nicht. Die ist da nicht. Und die letzte Vers, die ist da faul aufgeteilt in der Schlachterbibel. Und da habe ich nie echt, wie sag ich das? Was? De buik vol, zeggen we dan. Ja, ja, helemaal, ja. Het is zoveel werk, iedereen, daar kijk je, daar vergelijk je, daar check je dat, dit en dat en... Dat is de moeite niet waard, eerlijk gezegd. Ja? Dat is eenvoudiger als je de King James Bijbel noemt, die neem je en dan doe je dat met die Google Translator in Duits vertalen. Dat is eenvoudiger. Dat is heel eenvoudiger. Okay. Ja. Het verbaasde hierbij is toch dat de Schlachterbijbel van zichzelf beweert, of mensen die die Schlachter vertaald hebben, beweren dat ze als basis dezelfde tekst hadden als die mensen die de Koning James Bijbel vertaald hebben. Namelijk de Masoretische tekst in het Hebreeuws en Aramees voor het Oude Testament en de Koine Griek in het de Textus Receptus, Koine Griek in het Nieuwe Testament. Ja, dat zegt niks. Ja, dat is dezelfde basis, maar dat resultaat is niet hetzelfde. Maar dat resultaat is niet hetzelfde. En dat is toch verbazend. En weet je wat ik nog meer verbazend vind, Michael? Waarom wil der Geist von Satan per se nicht, dass die Deutschers eine korrekte Bibel haben. Ja, präzis. Ich habe ihr heute erzählt, dass
Ich denke, dass die beste Solution ist, dass jemand die englische King James Bible vertalt in Deutsch. Ja, das soll ein gewaltiger Ding sein. Aber das ist die enige Manier, denke ich, dass ihr eine deutsche Bibel habt, die ihr vertrauen kann, ja, die betraubar ist. Ja? Ihr könnt es nachkijken nu. Online, ihr könnt es vergleichen. Und gestern war ich echt boos auf die Schlachter-Redaktion. Ja, und um das eine Kehr, das Verhaal noch eine Kehr deutlich zu machen, warum dass ich Michael angeraten habe, Psalm 53 beizunehmen. Mir ging es nie um sein Lesing, weil der war vom Plan, das hele Buch von der Psalmen zu lesen. Das Hochauflaut soll bei 53 gekommen sein. Maar die beschrijving onder de video's legde uit wat dat boek van de psalmen eigenlijk is. Ja, dat dat lofgezangen zijn, voornamelijk van David en zo verder en zo verder en zo verder. En dan stonden erin, en daar zijn psalmen, en daar waren er twee tussen haakjes opgevoerd, die over het komen van Jezus Christus vertellen. En dan zeg ik, uitgerekend psalm 53, de vergeten of de verboden. Kapitel, zoals je dat op YouTube kunt gaan zoeken in Engels, ja, The Forbidden Chapter, wat de Joden niet kennen, wat de Joden nooit en nooit niet geleerd wordt, een kapitel van, ik weet het nu niet van buiten, ik zou anders eens een keer moeten gaan kijken, mijn koning James, maar wat, dat heeft niet meer als, ik denk, 13 versen of 14 versen, ja, maar, en daarvan zijn 9 versen profetisch over Jesus Christus alleen. Ja, maar jij bedoelt Jesaja 53. Nee, ik bedoel Psalm 53. Was Jesaja 53? Dat is wel interessant. Ik denk, je hebt gelijk, ik ben mis. Ja, dat is Jesaja 53, ja. Ja, maar het maakt niet uit, Jörg. Ik dacht dat al. Ik denk, nee, vers 53 is een beetje moeilijk in dat... in deze relatie. Maar het is ook goed dat jij 53 noemt. Tenminste, jou meente die Jesaja 53. Ja, dat was ik niet. Ja, dat is Jesaja 53. Ja, en daar dacht ik, nee, dat zie ik niet. Nee, met die Psalm 53. Die zie ik in een andere content. Maar op dit manier kwam ik tegen die Psalm 53... 50. En dan heb ik deze vergelijken met de King James Bible en met de Luther en met de Isoort. En dan zegt ik, dat is zo verbazend en dat is niet waar. Dat is helemaal niet waar. Ja? Als in het Duits heb je een compleet andere mening van als in Engels en ook die Isoort. Ik heb een idee. Zullen we dat eens even de koe bij de horens vatten? Ja, dat kun je maken. En dan nu eens even kijken naar de verschillen waar jullie het beide over hebben. Dus dat we Psalm 53 erbij pakken. Ja. En dan ook Jesaja 53, waar Jörg het over had. Het verboden hoofd. Ja, dat moeten we niet. Ik heb die slachter niet nagekeken naar Jesaja 53, maar naar Psalm 53. Dus dat is de psalm die mij gisteren zo verbaasd heeft en waar ik zeg nee. Also dat, ik kan niet voor een enkele psalm nu ook kijken naar de King James Bible en naar de Isoort voor een psalm van dat maakt niet uit. Ja? Nou kijk, dit is die online... Psalm 53 stel je voor, ja? Ja, ja, ja. Ja, nou ga ik even kijken of ik hem kan vinden. Ja. Kijken, ja, daar is altijd al één vers, dat gebruik ik altijd van die van dat liedje van Abigail Miller. Ja, ja, ik weet dat. De eerste vers, hè? Ja, dat weet ik. Dat heb ik jou in de chatbox geschreven gisteren. Dat is Abigail Miller, die zingt dat altijd. Ja. Zo. Kijk hier, kapitel 53 heb ik nou geklikt. Ja, ja. Psalm 53. Ja, ja. Precies. Oké, je hebt de Duitse versie. Ja, ik heb hier de koning James open. Maar ja, de King James ook, die pak ik ook gelijk even bij. Psalm 53 in Duits. Ja, en misschien heb je ook de e-sort op je computer. Ik weet dat niet. Nee, die heb ik niet. Heb je niet. Oké. Zou je dringend moeten gaan bezorgen.
kijken hoor. Dit is in ieder geval ja. De King James. En dan pak ik ook even de Statenvertaling erbij. Mm-hmm. Okidoki. Oké. Okay. Nou, ja, jij hebt dus. Dan mag jij het even leiden, Michael. Waar gaan we beginnen met deze? Ja, met de Duitse, Slachter, alsjeblieft, Perry. Ja. Ja, zo. Dus ik heb nu niet de hele vers vergelijken, maar de laatste. Ja? De laatste vers is de vers 7. Ach, dass aus Zion die Rettung für Israel käme. Wenn Gott das Geschick seines Volkes wendet, wird Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein. Dann kann ihr dit nu auch lesen von die Statenvertaling. Aha. Och dat Israëls verlossingen uit Sion kwamen. Als God de gevangenen zijns volks zal doen wederkeren, dan zal zich Jakob verheugen en Israël zal verblijd zijn. Ja. Jo. Ja, en nu de King James Bible. Oh, de King James, kijk hoor. Dan zal ik die even lezen. Ja. Mm-hmm. Oh. Daar heb je wel alleen maar vers 6, hè? Ja. Die 7, hè? Daar juist was vers 7, hè? Mm-hmm. Ja, dus daar heb je al een probleem. Ja. Oh, that the salvation of Israel were come out of Zion. When God bringeth back the captivity of his people, Jacob shall rejoice and Israel shall be glad. Ja. En de woord wat hier om gaat is captivity. En je hebt je in Engels en in Nederlands vertaald, oké? Uh-huh. Oké? Okay? De gevangenen zien zijns volks op Nederlands. Ja. En op Engels is het bring it back the captivity of his people. En nu kijk je naar de Slachterbijbel. Uh-huh. Das Geschick seines Volkes wendet. Ja. Het Geschick is fate in Engels. Ja. 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 Dus het... Het lot. Het lot. Ja. 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 Wat is dat? Dat is niet hetzelfde, hè? Nee. Daar weet ik niet wat dat bedoelt. En ik kan het... ook waarom heb je een andere nummering? Dat is gewoon omwille van dat je in den eerste psalm, den eerste vers is, in Duits, dem Vorsänger nach Machalat, ein Maskil von David. Ja. Mhm. En dus in Engels heb je dat ook staan op de psalm, maar niet als vers 1. Nee, vers 1 is the fool hath said in his heart. Ja. So, dat is de reden waarom dat je een andere verstelling hebt. Dus dat is een minor probleem, een kleiner probleem. Ja. Maar een groter probleem is deze verkeerde vertaling. En ik zou ook zeggen van, ja maar Jörg of Michael, waar maken jullie nu van een mug en een olifant? Ik kan je maar zeggen, dat probleem is dat de meeste mensen de olifant in de ruimte niet zien. Mm-hmm. Als het ene keer een verkeerde vertaling is, in orde. Maar de Slachter is zo gezegd, de Slachter 2000 is zo gezegd de enige Bijbel die van zich beweert, de enige Duitse Bijbel te zijn, Duitstalige Bijbel te zijn, die zich baseert 100% op de originele teksten, die... in de geest van de koning James woord voor woord vertaling heeft. Want dat is het grote probleem. De koning James is over het algemeen een woord voor woord vertaling. Geen zinvertaling. Dus geen vertaling van in de zin van. Dat is bedoeld en dat schrijven wij. Dat is de koning James is echt woord voor woord vertaald. En de Slachter beweert van zich hetzelfde. En dit is weer een bewijs dat het met de Slachter juist niet zo is. Nee. En dat is... Dat is een heel groot probleem. En dat is de punt die ik daar een paar minuten geleden maakte. Als ik Michael vroeg, waarom heeft de satanische geest zo de nadruk erop gelegd dat de Duitsers in geen enkel geval een ware Bijbel gaan krijgen? Want Michael heeft de Luther van 1545 opgepakt. En je kunt de Luther van 1526 of wanneer hij ook is nemen. Je weet, Luther heeft die Bijbel vertaald in 1521. Mm-hmm. Alleen het Nieuwe Testament in het Duits.
Ja? Mhm. Ich weiß nicht, ob das da überhaupt Bibels von zu kriegen sein. Folgens mir ist die erste Bibel, die meist belesene Bibel von Martin Luther, die man kann kriegen, von 1536. Die habe ich in Hand geschrieben, in Kopie in mein Livingstone, das ist ein enorm großes Buch, aber die Schrift in der Deutsch darin, das ist für einen Mensch von Tag zu Tag so gut als unmöglich zu lesen, es sei, dass ihr da echt in gestudiert seid. Mhm. Die Luther von 1545 heeft Fauten. Ja? Nö, das Problem ist, in 1545 war der Textus Receptus Werk von Erasmus abgeschlossen. Die heeft sein Werk begonnen in 1515, 1516, ja? Mhm. Um das der Textus Receptus bei ihm zu tun, und ist damit geendigt in den late Jahre 20, Beginn Jahre 30 von der 16. EU. Mhm. Dus als je dan de Luther 1545 hebt, zou je in het Nieuwe Testament een 100% complete Textus Receptus ter beschikking gehad hebben. Maar die vertaling is in vele plaatsen foutief en niet gebaseerd op de Textus Receptus. Mhm. Datzelfde heb je met de Luther 1912, datzelfde heb je met de Luther 1984, dat is een absoluut satanische Bijbel. Als je die ziet, smijt ze niet in de vuilbak, verbrand ze. Dass sie nooit in der Hand von jemand kommt, die die Wahrheit sucht in die Bibel. Ja? Mhm. Luther 2017 ist mindestens eben herrlich, aber das ist deutlich, dass diese neue Bibel auf nichts nicht trägt. Mhm. Aber das, der ist kein enkele Luther-Bibel, ausgerechnet von dem Mann, die exkommuniziert war, umwille von seiner Lehre gegen den Antichrist, gegen den Paus, dass wir von dem Mann selbst noch keine deutsche Bibel haben. Die korrekt in seinen Basistexten ist. Das ist kein enkele Lutherbibel ist so, und da ist auch keine andere deutsche Bibel auf dem Markt, die ich kann kriegen, die 100% gebasiert ist auf den jüngsten Texten und 100% korrekt verteilt ist von diesen Texten nach Deutsch, so als der König James das ist. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, warum will sie per se nicht, dass der Deutsche so eine Bibel finden? Weil wir haben hier ja auch altijd die Staatenvertaling nachgelesen. Die Staatenvertaling ist ja eine Bibel von 1618. Mhm. Ja, das war 7 Jahre nach der König James in Nederlands vertalt. Was ich sehr belangreich finde, um eben eine Kette zu vermelden. 7 Jahre, ein sehr belangreiches Tal. 7. Ja? Ja, ja. Und die Niederlanders, die ja verwandt sind mit den Deutschen, die kriegen eine korrekte Bibel und die Deutschen nicht. Da muss man sich doch eine Frage beistellen, denke ich. Ja, ja. Ich hab nur in der Chatbox gepostet die Verse 53, 7 von der Luther 1545. Ja, mhm. Als du da kijkt, da ist es Gott sein Gefangenvolk. Ja, da ist das Gefangenvolk drin. Ja. Mhm. Ja. Het is geen mooi Duits, ja, het is heel oud Duits, ja, maar dat gevangen volk, ja, the captured people, the captured, ja, het is helemaal misgegaan om de slachten, en het is dat, ik weet niet, dat de 20e keer of zoiets dat gebeurt. Ja, dat probleem is natuurlijk op den duur, je weet niet meer welke Bijbel je nog kunt geloven. Ja. Und das ist precies die Verwarrung, die der Teufel gebraucht. Das ist dieselbe Verwarrung, die ihm von Tag zu Tag in den Engels auch gebraucht, mit all die verschiedenen Engelse Bibels über die hele Welt, die gebasiert sind auf den Nestle-Aland-Text, Westcott and Hawke-Vertalungen, die Schofield-Bibel, die eigentlich in 1611 King James Bible ist, aber durch verschiedene Verweisungen binnen der Bibel, Footnotes und dergelijke Dinge mehr, und vergleichende Versen, allein noch mal abgebaut ist, um das Futurisme zu unterstützen. Of dat je nu in Engels die ASV, ESV, NASB, NIV of hoe dat ze ook allemaal noemen, corrupte Bijbel in de handen hebt. Iedereen heeft een andere vertaling. Ja? En als je dus van de ene Bijbel naar de andere gaat en je hebt overal iets anders gaan staan, wat doe je dan als iemand die de waarheid zoekt? Over het algemeen. Ja? Ja, dan, ik zeg nu niet iemand die echt van de goede geest ondertussen, laat als we zeggen, echt geleid wordt. Die gaat naar de echte Bijbel komen. Maar 99% van de, tussen aanhalingstekens, gewone mensen, die smijten gewoon die Bijbel weg. Ja. Die zeggen van, als er nergens niet dezelfde dingen in staan, hoe kan ik deze God dan geloven? Ja, ja, weet je Jörg, dat probleem is dat ik maak verschillende uitzendingen. Als Perry doet en als Ja ook doet. En wij maken ook uitzendingen als deze samen. En dat mensen luisteren naar jullie of naar mij
Ja, und die denken, oh, also Michael nur ein Ölsending macht, ob sein Kanal, ob mit andere Samen auf so ist, oh, da kann ich betrauen. Ja, die Hälfte, die mag das vorsichtig und die mag das gut. Und da kann ich ihm betrauen. Und ich kann das Slachter nicht mehr betrauen. Das sind zu viele Fautjes hier drin. Und das sind nicht Fautjes, das sind Fauten. Ah, gebe ich dir Ja. recht. Ich will da helemaal nichts von wegnehmen, was ihr seht. Ja, und Das das ist ist das korrekt. Problem. Ich habe mir sehr viel, ein bisschen Arbeit mitgemacht. Ich habe 55 Psalmen aufgenommen. Ja, und ich habe da hier keinen Sinn von, ein Ding auf heute senden. Ja, weil ich nicht mehr eins mit bin. Weil ich kann nicht jedes Iderer Psalm nur auch mit der King James vergleichen und mit der Isort, das vor dem Psalm, ja. Und dann hab hier noch Menschen, die haben keinen Verstand, nicht weil sie stumm sind, weil die wissen nicht, oh, ist das ein Psalm von David, ist das dit, ist das dat, die kennen die hele Story Geschiedenes. von der Geschehnis von der Bibel nicht, ja. Und das, dat, boah, ich bin da so boos, ob dass ich sage, okay, also ich von nur an Skript mag auf was, dann mag ich das mit der Quote, nicht von der Schlachter, als wir das getan haben, dann mag ich das mit der King James Bible, dann lade ich das durch einen Google Translator lopen. Und dann sehe ich, als ich das lese, live auf Switch, dann sehe ich, ist da jeder ein V drin, dann vergleiche ich, mal, dann bin ich besser mit, als ich die Schlachter vertraue auf Switch. Ja. Hoe is die slachter tot stand gekomen? Welke organisatie heeft dat op zich genomen? Das ist eine heel interessante Frage. Mir ist allein bekannt, weil ich habe das nooit nicht zu deep gerecherchiert, dass ich denke, Rudolf Ebertshäuser dabei betroffen war. Die ist redlich bekannt. Ich habe da auch ein paar Dinge von abgenommen, weil die heeft ein Buch geschrieben über die Verfalschungen von der Bibels. Ich komme nur eventjes nicht mehr auf den Titel. Er hat da noch ein kleines Buch mit beigetan, warum in der Tabelle 300 Punkten angehalten hat, sowohl in das Neue als auch in das Alte Testament, war, dass all die anderen Bibels nicht die originellen Texten gebrauchen und dass ein Verschil zu sehen ist zwischen dem originellen Text, in Englisch die King James, als ihr so wollt, mal gerade das über den Masoretische auf Textus Receptus, und die wahre Dinge, dass da Dinge halt weggeladen sein, so als Beispiel durch Jesus sein Blut. Ist in verschiedenen Versen im New Testament weggeladen durch sein Blut, ja, dass das halt durch sein Blut uns mitgewaschen heeft. Da sind verschiedene Versen im New Testament, was das ist. Und die heeft das Buch unter anderem ausgebracht und legt mir eigentlich ein sehr interessanter Mensch, naja, noch alter, nie perfekt natürlich, in vielen Dingen, was war. Die sagt mir, ob das Komitee, da waren ein paar Menschen, ich denke, fünf Menschen auf so etwas, die sich da zusammengefunden haben, um die Sänger von Weigand die originellen Texten vertanen nach Deutsch. Und auf die erste Sicht klingt das doch gut, weil ich habe früher halt der Schlachter 51 gebraucht, 1951, weil da fiel mir dann auch, als ich vergelegt mit der King James, dass da Falten in sein. Weil das fiel mir dann auch ab mit der Luther, da war ich echt gefrustriert. Ich habe aus Deutschland keine enkele gute Bibel. Ich habe tun in der Zeit, da könnte ich hier zurückgehen, nach meinen allerersten Videos, das Videos, die ich gemacht habe in Deutsch, 2016, 2017, sicher 2016, 2017 werde ich gar nicht mehr, ich denke 2017 auch noch. Da habe ich den Schlachter 2000 noch verdummt. Ich gesagt, das ging gute Bibel. Aber ich habe es nicht recherchiert. Dann habe ich pass later damit gegangen, beginnen zu recherchieren. Ich habe dort nicht allein mal mein Basic gehalten mit der Engelse Bibel. Omdat ich auch via der Engelse Bibel, omdat Gott mir geleitet hat nach ihm, so muss ich jetzt sagen, nicht andersrum. Gott hat mir gefunden und geleitet nach ihm durch gebräuchte Marken von der Engelse Bibel. Ich habe nooit eine andere Engelse Bibel in meiner Hand gehabt als die King James. Darum bin ich auch allein mal auf die Falten gestoßen in die andere Engelse Bibels durch Erzählungen von anderen Menschen, so als unter anderem in der Zeit Walter Veit, Battle of the Bibles, ja, die da ein Video über gemacht hat. Drei verschiedene: ja, The Battle of the Bibles, The Changing of the World, Part 1 und D, Teil 1 und Teil 2. Und dieses Video hat ihm auch vertraut nach Deutsch und hat das genannt, der Kampf der Bibeln. Und hat da auch ein Video von gemacht, ob das dann die Schlacht der 2000 gepromotet hat, da weiß ich es auch nicht mehr.
Aber das war der erste Kerl, dass ich mir echt damit busy gehalten habe. Da habe ich gesehen, ach, kijk, ist wie viel Betrug in dieser Welt. Selbst das Wort von Gott wird verfalst. Natürlich wird das Gott von Wort verfalst. Das Wort von Gott verfalst. Logisch. Und es steht in der Bibel geschrieben, ja, der Satan ist verwandelt in den Engels des Lichts. Darum ist es auch nicht verwunderlich, dass sein Medewerker verwandelt sein in Medewerker von der Gerechtigkeit. Waar finden wir von Tag zu Tag dann Medewerker von der Gerechtigkeit? Auf denken wir sie zu finden? Ja, in der Kerk. In der Kerk natürlich, ja, und die Menschen, die in der Kerk sind, sind allemal durch Satan oder durch die Jesuiten, auf wie ihr auch wollt, nur gekorrumpiert. Er predigt von der Kanzel sein falsche Lehr. Das ist das Problem. Und dass man sich da nicht mehr besig haut, dann ist man hier gemakkelijk gefangen in den Lügen. Und das ist Michael Nyers gebührt. Ich finde das heel erg. Dass er die Mühe getan hat, um 55 Psalmen zu lesen, vor er erachter gekommen ist, dass die Gedeelte nicht korrekt verteilt sein. Ja. Und dann hat Michael das Einige getan, was korrekt ist. Er hat all das Lesen, all die Lesungen weggesmeten und gesagt von no way, da teken ich meinen Namen nicht unter. Und da hat ihm gelegen, was das spät ich für all die verlorene Mühe. Ja. Und das ja, ist es letztendlich. Ich war nu in mein Stabkammer, ich habe da abgepickt mein Hours Scrollbibel. Und ich hab die Hardcover nicht mehr. Ich weiß nicht, was die ist. Ich denke, das ist ich weiß es sicher, dass das ein Herder-Bibel ist. Ich denke, dass die 5. oder 6. Jahr habe. Das war ich 1977. Ja? 77, 78, dus. Und das steht hier im Psalm, das ist eine katholische, universal Vertalung. Ne? Und das steht im Psalm 53, und das ist ein, ich habe da verschiedene Abmerkungen, diese Bibel, ich habe damit gewerkt vor 20 Jahren. Ja? Da wusste ich nicht von den verschiedenen Bibels. Und das steht auf Pagina 641, Psalm 53, 7. Ach, käme doch von Zion Hilfe für Israel, wenn Gott einst das Geschick seines Volkes wendet, dann jubelt Jakob, dann freut sich Israel. Das habt ihr auch in den Katholiken Einheits Verdaling von 1978. Das ist dasselbe als die Schlachter. Das Geschick, ja. Ja, Geschick, ja. Und dann, das ist doch ein bisschen verbasend, denke ich. Ja? Dass der Schlachter, die sich selbst korrekt nennt, dieselbe faute Vertalung hat als eine katholische Bibel. Ja? Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, es wird nur heel komisch. Ich habe eine andere Bibel hier liegen. Und die ist auf Psalm 53. 6, weil der erste ist, die ist nicht da, ne? Dieser Psalm Davids etc. Ja, gelegen in der Koning James, das, ja. Gelegen, ja. Und die steht hier, ach, käme doch nur aus Zion Rettung für Israel, wenn Gott sein Volk aus der Gefangenschaft zurückholt, was für eine Freude für Jakob, ganz Israel soll jubeln. Ich habe das auch baut vorgelesen, ja. Denn als ich das jetzt vorlese, was da präzis drin steht, Wort für Wort, dann weht ihr, welche Bibel das ist. Ein Nullleuchter, Archiv. Ach, käme doch nur aus Zion Rettung für Israel, wenn Jehova sein Volk aus der Gefangenschaft zurückholt. Okay, das Jehovah's Witnesses. Self, ja, da habe ich verschiedene Bibels auch. Ja, das Self, bei der Gezeugnis von Jehova, da ist diese Vers, dieser Psalm korrekt. Man nicht in der katholischen Einheitsvertalung und nicht in der Schlachter. Das finde ich ein bisschen verbasend. Naja, das ist natürlich nie verbasend, als ihr weht, dass Satan der, zwischen Anlangstekers, Gott von Verwarring ist. Mhm. Und dass er seine Handen heeft in all diese Bibels. Die enige Bibel, warum seine Handen nie op kon leggen, was King James. Das enige, was der erste Edition von der König James fautiv befatte, das waren die Apokryphe. Und da waren Katholiken mir bei, die darauf gedrungen haben, die Apokryphen in der King James mir beizunehmen. Und in der allerersten Edition haben sie die Apokryphe mir beigenommen. Maar, ein heel belangrijke maar, die Apokryphen waren tussen het Oude en het Nieuwe Testament als eigen onderdeel van de Bijbel erin genomen. Mhm. Und auf jeder Blattseite stand auf Apokrypha. Mhm.
ein Apokrypha betekent nicht geinspirierte Schrift. Mhm. Ja? Das ist sehr belangrijk om te weten. En dan in latere edities hebben ze het zelfs terug helemaal eruit gehaald. En vandaag de dag vind je geen koning James met de apocrypha meer. Er zijn er ook veel mensen die zeggen van, ja maar Jörg, je zegt altijd 1611, 1611, maar je leest toch altijd de 1769er Bijbel. Ja, dat is waar. Iedereen vandaag de dag leest de koning James Bijbel in de versie van 1769. Oh. Maar wat is de versie van 1769? Dat is gewoon de verandering dat je in plaats van een I ook een J hebt. Dat is dat je van een W een U hebt. Ja? Mm-hmm. Want vroeger was de W van Victor de U. Ja. En in 1769 hebben ze die spelling aangepast. Ze hebben alleen die spelling aangepast. Ze hebben geen woorden veranderd. Ze hebben er niks uitgehaald, niks toegedaan, ja. Niks weggedaan. Ze hebben alleen die spelling aangepast. En die Bijbels die we vandaag de dag lezen... zijn in de spelling van 1769. Maar het is de originele tekst van de koning James. Ja. Yes. Je kunt dat ook zien als je een keer een oude Tyndale-Bijbel hebt... Mm-hmm. of als je een Wycliffe-Bijbel te handen neemt... dan zul je zien dat de U's niet bestaan... maar dat dat W's zijn, dat er geen J bestaat. Dus Jezus wordt geschreven I-E. Ja? In plaats van met een J-E. I-E, zus. Dat is gewoonweg zo. En dus die Bijbels van koning James, of de koning Jacobus, zoals we hem in het Nederlands correct moeten noemen, de King James van 1611, is eigenlijk de in de versie van 1769. Ja, daar wil ik daar even een keer mee bij zeggen. Wat ik nu even naar voren heb gehaald, dat is dan die oude spelling... Want die kan je dus opvragen bij de website. En dit is de echte 1611 tekst dus. Ah, wel, voilà. Dus je ziet het hier. Hè? Ja. Ik weet nu, ik zie niet direct een J staan, maar dat zal dus ook niet kunnen. Maar dan zul ik een woord zoeken dat met J begint. Dat vind je hier niet in. Dan zou je waarschijnlijk naar het Nieuwe Testament gaan. Dan zul je zien dat Jezus daar met IE geschreven is in plaats van met een J. Ja. Yes. Dus ik ben op zoek in die Bijbel van de Getuigen of Jehova, maar ik heb daar nog niet gevonden wat ik aan zoeken ben, maar ik heb het gevonden in die Herder Universal vertaling van de katholieken, en dat zijn die apocryphen met binnen. Dus ik heb nu zo veel verschillende Bijbels hier, en iedereen heeft zijn fouten, en geen enkele is correct. Geen enkele. Geen enkele. Ja. In de katholieke heb je de apocryphen drin, daar heb je deze vertaling en ook die Eempsalm in de Schlachter is, Eempsalm in de Schlachter is helemaal veranderd. Niet maar alleen 53, maar andere ook. En als ik dat nu vergelijk met de katholieke en de Luther 1545, die zijn d'accord. En dat maakt geen zin, dat is zoveel tijd. Ja, da kann ich kijken nach King James Bible und Esau, und dann habe ich doch gleiche Versie. Das ist dann juist. Was soll ich tun mit 5, 6, 7 verschiedene deutsche Bibles? Und dann gucke ich das, und misschien ist es das, und misschien ist das. Das kann kann in den Ofen schmeißen. Ja, das ist verwarrend. Ja. 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 Gleich ich auch sage, wie ist der Gott von der Verwarrung? Ja, okay, aber ihr seht. Die Menschen, die vertrauen auf unsere Bible-Lesing, ja, und wir haben von Beginn auf an dabei gesagt, Michael, dass wir auf der Schlachter gewesen haben, dass eigentlich best ist, um die König James danach zu legen. Ja. Und wir haben altijd gesagt, um abzuletten mit der Schlachter, weil da stehen Falten, und das haben wir von Beginn auf an gesagt. Ja. Dus, Mehr können wir auch nicht tun. Ne? Ja, ja, ihr kann auch nachkijken in der eSort-Software für den Psalm 53, 6, was das da, die kann es auch vertellen, was da die Captivity H7, 6, 2, 2 in Hebräisch. Michael, ihr könnt auch die Scherben wählen, könntet uns warten sehen, ne? Ja, das soll ich tun, ja. Das ist ein bisschen interessanter, dann nehmt ihr eben das Scherm over, dann kann Perry Trich straks overnehmen. Okay, sieh das. Und dann könnt ihr ja das sehen. Ja, sieh das. Sieh hier der Psalm 53, okay? Ja,
Ja? Ja. Dream 50 says, ja. Oh, when that's God the salvation it, of Israel, ja. Yeah. Yeah, yeah. When God bringeth back the captivity, that's the, that is the Ding, war es rum geht, ja? Mhm. Ja. Ja. That is the Ursprung, Exile. Shibuth or Shibith. Ja, yeah, precis, ja. Yeah. Prisoners, ja, Gefangenschrap, ja? Exile. Ja. Yeah. Heeft dus niks te doen met nee. Geschick, hè? Nein. Da ist kein enkel Wort, was in der Örtlich von 66, 17 darin steht, weil das Wort des von da kommt. Ja, das ist der Wortel. Ja? Mhm. Da steht ja drin, 76, 22 ist in Fälle ein Äquivalent von 76, 17. Das ist der Wortel, der Basis. Mhm. Exil, concretely, das will sagen, das deutlich Gefangene. Ja. Ja. Figurativ auf visuell bedummt ein former state of prosperity, also ein frugeres Start von reich sein und gefangen sein. Da ist kein enkel Wort, was auch mal in der ferste Fährte liegt, ob das Wort fate. Nee. Und das war's, das war's die... Was hat in Nederlands, was hat fate? Was ja. In... Schick, ja, Lot. Lot, ja. Precies. Das kein enkel Wort, was ihr hier lest in 66, 17, ist der Vertaler mit dem Wort Lot. Ja. Das ist eine fortive Vertaling. Und dann, als er kein enkele Reden heeft, auf kein enkele Verband heeft mit dem Wort, dann muss es eine absättelig faute Vertaling sein. Und das ja, ist das ist nicht das, nicht das Wort von Gott. Ob, nee, absättelig, Michael. Ja. Absichtlich von die Vertalers darin gedaan, want dat woord heeft in de verste verte geen betrekking tot het woord Lot. Ja, als jij die verwisseling niet gemaakt heeft met de Jesaja 53 en de Psalm 53, dan zou ik dat niet nagekregen hebben. Ja? Nu neemde jij mij de woorden uit de mond, want dat wou ik al zeggen, kun ik je zeggen hoe door een stomme vergissing ja. een nog grotere vergissing aan bod komt. Ja. Ja. Ongelooflijk. Ich hab gestern, als wir haben wir ein Aussendung gemacht mit Brett und vor das ja. habe ich gekeken und ich war so boos und ich denke, nee, was vertellt die Jörg da, was ist da an der Hand mit der Vers 53 und ich was an grübeln und ich denk, was mein je und ich habe dann geschrieben, mein je Jesaja 53 mal, ich habe dann zurückgetrocken und gesagt, nee, da ga ich nur mee, misschien mag die in Punt, die ich noch nicht verstaan und dann kam ich tot das letzte Ding hier von der Vers und das sage ich, nee. Nu ist es echt, nu ist es genug. Also, das da war der Trüppel, die der Emmet brachte, zu Ohren ja, lopen. Ne? Ja, want you see, weet je, als ich dit nu vertaalt in Deutsch, ja, the people, die Menschen, die, sorry, mit heel verschillende Sprache hier, und die Menschen, die vertrauen auf mich, denken, oh ja, Michael A., der mag die Bibel, Lessies mit Jörg und mit Perry und tut die Aussendungen mit Brett und auch mit Daryl, mit Tom, mit etc. Und das mag ich dann so jetzt da rein. Und auf dit Moment, dass ich das wisst, dass da auf echte Fauten, ja, Fauten drin sein, ja, da muss ich elke enkele Vers nachgeken. Und das macht keinen Sinn von so einem Projekt, ja. Das macht keinen Sinn. Da macht es mehr Sinn, denke ich, diese Dinge zu lesen in Englisch. Ja, und dann auch für die Zukunft, für jedere Projekt, die ich dann mag, mit Jörg auf mit Brett auf dann die englische King James Bible gebruik und dann vertalt in Deutsch live auf mhm. mit dem Google Translator. Und alles andere, das kostet zu viel Zeit, ja, zu viel Zeit. Ja, kostet zu viel Zeit und ist unbegonnen Werk. Ja, ja, ja. Akkurat. Ja. Ja, das ist, es beit mir, dass wir nur nicht sehr viel gaan lesen. Maar ich, nee, wir lesen vandaag misschien nicht in der Bibel, aber ich denke, dass das für die Zuschauer auch heel interessant ist, umgekehrt zu sehen, weil wir uns naast mit dem Wort von Gott selbst auch noch mehr bezig houden. Dass wir das korrekte Wort von Gott nicht ja, allein ja. für uns lesen, aber auch graag mit den Zuschauern willen delen. Ja, ich bedoel,
wij geven ons niet tevreden met half waarheden. Wij geven ons niet tevreden met de helft van de waarheid. We willen 100% van de waarheid. En het is 100% waarheid zonder ook maar één deel leugen daarbij. Of anders raken we het niet aan. Ja. Tenminste op dat ogenblik als we daarvan op de hoogte zijn. Ja? Ja. Er zijn ook dingen, daar zijn wij niet van op de hoogte. Maar dan doen we dat ongeweten. Wij doen dat niet met opzet. Maar deze foutieve vertaling is met opzet gebeurd. Dat is een heel groot verschil. Mm-hmm. En als de mensen dat begrijpen, dan kunnen ze ook begrijpen dat ze ons in die verre kunnen gaan vertrouwen dat we nooit met opzet de onwaarheid zouden vertellen. Maar we kunnen ook maar die waarheid vertellen in die mate dat we ze zelf kennen. Akkoord, ja, dat is, dat, en dat is de bedoeling, da, dat ik gezegd heb, nee, dat kan ik niet doen, want ik moet nu denken dat da auch verschillende fouten zijn in die andere psalmen. Ja? Ja. Maar dat voor zo'n kleine project, dat nu ook al te vergelijken met die King James en met de E-Sort, dat maakt niet uit. Ja, ich habe so viele verschiedene Projekte, die belangreicher sind. Und ich kann auch die Bibel lesen auf Englisch und kann dann die Vertalung machen in Deutsch. Und zusammen mit Jörg auf mit Brett. Ja, das ist Beta-Werk und mehr Präzis-Werk. Und ich habe 2 oder 3 Wege geleden, habe ich eine Aussendung gemacht mit Brett Norman auf den Sabbat. En het kwam over Peter Gabriel en Genesis. En daar heb ik een opmerking gemaakt. Heb gezegd, nee, dat woord bestaat niet in de Bijbel. En Brett zegt, nee, dat is niet juist, dat bestaat daar. Huh? En heb ik dan ook de scherm gedeeld en heb net ook de King James 1611 dan op het scherm gehad. En dan heb je dat gezien. Ik denk, oh mist. Ik denk, Brett, kan je dat uit die uitzending kappen? Mm-hmm. Want, knippen. Ja, want ik wist dat niet, want in de nacht staat dat niet. Ja, en okay. Je zei, deze soorten af fouten, ja, die kan ik, daar kan ik niet tegen. Ja, daar werd ik echt boos van, want dat is op voorhand, ja. Op voorhand, ja, dat is op voorhand, ja, dat is niet juist uitgelegd en dat heeft geen relatie naar die oorspronkelijke woord. Ja, dat zie je hier. Als je met opzet bedoelde. Ja, met opzet. Ja. En dat is nu, ik kan het niet precies vertellen, maar ik denk tenminste het 15e of 16e of 17e keer. En dat is nu, genoeg. Dat mag ik niet. Dat doe ik niet in de toekomst. Daar zal ik de King James Bijbel dan lezen. En als het heel zwaar is om te begrijpen in Duits, en ik dat ook niet begrijp, als ik die online translator neem, dan kijk ik naar in de Luther 1545. Ja? Maar ik betrouw niet meer de Slachter 2000. Absoluut niet. Dat is nu de zo en zo veelste keer. Het is nu finito. Ja, het blijft jammer natuurlijk. Dat er dus geen goede Bijbelvertaling is in het Duits. Weet je wat ook jammer is? Dat daar zijn miljoenen van mensen in Duitsland die denken die hebben een juiste Bijbel. Ja, ja. Dat is de grootste jammer. Welke Bijbel wordt in Duitsland het meest gelezen? Boah, ik denk een katholiekse Bijbel. Ik denk de Elberfelder is heel populair. Ja, ja. En de Elberfelder, de Revised Elberfelder, dat is niks anders dan de NIV. Dus dat is een Bijbel van Murdoch. By the way, Perry, als je wilt, je kunt er het scherm gaan delen. Ja, sorry. Ja, ik zeg het maar. De Elberfelder is dus een Bijbel van Murdoch. Rupert Murdoch, de eigenaar van het Fox-conglomeraat. Mm. Oh ja. Knights of St. Gregory. Ridder van St. Gregorius. Van de heilige Gregorius. En die is ook eigenaar van de publicatie Zondervan. Mm. En Zondervan geeft een
King James Earth. Das ist hier sonderbar. Ja, 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 ja. Das, pass auf, hier und da ist auch noch ein Korrel von was er gut ist, von die Sonderwand. Ich habe Sonderwand-Bibles gefunden. Ich hab sie hier in meiner Hand. Hier habe ich einen Thomas Nelson von 1990 in meiner Hand von der Koning James. Mal die in dem Auto, die ich habe, die Koning James, ist, denke ich, ein Sonderwand-Bibel. Das Einige, was ihr mit so Dingen damit mehr abletten, ist mit Cross-References. Ja? Das mit Kreuzreferenzen. Das ist hier bei Weise von Spreker in einem Vers eine Nota habt, das verweist nach ein anderer Buch, Kapitel und Vers, um einen besseren Begriff zu haben. Da muss ich mir abletten, weil das ist gleich in der Schofield Bible. Und da wurden links gelegt, dass ihr das hat Futurismus unterstützt. Das ist trauens auch in diese Koning James, die ich hier in meinen Händen haut, die Nelson von 1990, von die ich gesprochen habe, die in dem New Testament in Red Letter Bible ist. Da will ich sagen, die Worten von Jesus sind in Rot geschrieben, was heel fein ist, weil dann könnt ihr direkt erkennen, als er iets sagt. Ja, sonst ist das in der Bibel nicht deutlich, dass das iets ist, was Jesus Christus selbst sagt. Das ist auch schitterend, weil da sind viele Verweisungen. Nach der Verfüllung von Jesus Christus sein Offering, unter anderem, ich denke in Hebräer 10 auf 11, ich weiß nicht, welch von den zwei Kapiteln das präzise ist. Und da sollte ich eigentlich eine Verlinkung müssen tun mit Daniel Kapitel 9. Ja, ihr wisst, Daniel Kapitel 9, Verse 4 tot 27, die Verfüllung von Jesus Christus aus dem 70. Weg von Daniel. Ja? Jesus Christus, die Fließwording von dem 70. Weg, soll ich es mal genommen. Und ihr findet in der hele Bibel, die ich hier habe, keine enkel Verbindung von ein oder andere Vers nach Daniel Kapitel 9, Vers 4 und 27. In der hele Bibel geht ein. Das diese Hülpmittel, die sie damit beigeben, sind vaak misleidend. Ich will even ingrijpen, want jij gebruikt het woord futurisme en ik en Michael weten wat je bedoelt. Maar ik denk niet dat onze kijkers het allemaal weten. Ja, als die dat niet weten, dan leg het even uit, Perry. Je hebt er toch de betere woorden voor als ik. Ja, nou, het gaat erom dat het begrip antichrist, wat genoemd wordt in de Bijbel, dat daar drie lezingen van zijn. En er is daar moet je me even helpen, het preterisme. Ja, okay. Ik zal het wel even overnemen, ja. Ja. Dus je hebt drie manieren hoe dat je de Bijbel zou kunnen verstaan, om het eens een keer heel grof te gaan zeggen. Aha. Je hebt het preterisme, historicisme en futurisme. Ja. Het preterisme leert dat het hele boek van de openbaring, dus het laatste boek van het Nieuwe Testament, afgesloten is. Alles ligt in het verleden, alles is al gebeurd. We leven onder Jezus Christus hier op aarde in het paradijs. Ja. Het futurisme is een tweede... Das ist gleich das Präterisme in zweite Lügen, allebei in der Welt gebracht, in den Mainstream gebracht, soll ich mal sagen, von den Jesuiten. Und das Futurisme, wir sagen, dass alles, was in der Offenbarung geschrieben steht, sicher was Dinge, die Antichrist betreffen, in der Zukunft liegt, in der ferne Zukunft. Ja. Und wir fanden das von Daniel, Kapitel 9, von die 70 Wegprophetie, die da heute gesprochen wird, die das der Engel Gabriel, der Arzengel Gabriel Daniel gegeben hat, da sind 69 Wegen von verfüllt, mal der 70. Weg ist abgehackt und dann kommt dann mindestens 2000 Jahre Rot Gat und dann pass wird der 70. Weg verfüllt. Das ist um Wille von der verkehrte Auslegung von in het Engels, het tweede Wort von der 27. Vers von Daniel. Misschien könnt ihr das nicht hier oben tun, als ihr wollt. Ja. Daniel 9, Vers 4 tot 27. Als ihr das nicht hier oben tut, hier in der Koning James Bible, dann sollt ihr ja sehen, als ihr da noch zugeht, dass het tweede Wort in der laatste Vers, nämlich Vers 27, 9, ja, und dann gehen wir 24, scroll nach beneden. Und dann haben wir bis 24 tot 27 ein Bild, oder so. Ja, noch ein Stückchen. Ja. So. Ja. Het tweede Wort in der laatste Vers, and he, wird in der Zukunft gelehrt, heeft geen Betrekking auf Messias, auf Jesus Christus, maar auf der Antichrist. Und darum ist iedereen aan het wachten, dass in diese satanische Nazi Israel, so noem ik het maar, ja,
hat fleißig Israel von vandaag, dass da ein neuer Tempel gebaut wird und dass die Juden zurück beginnen, Offeringen zu tun. Und dann kommt da jemand, die gerade ein Vertragsleute mit hin und die gerade vor einen Weg, sieben Jahre ist. Und die soll dafür sorgen, dass die Offeringen und Speisofferingen abhören. Ja? Gleich hier beschrieben steht in Vers 27. Nun, als wir das nicht hier vollledig will verstehen, dann müssen wir da nicht hier mindestens ein Erzending anwenden, allein mal daran, um euch zu legen, was das tatsächlich bedeutet. Und auch traues die Verteilung, selbst in der Schlachter. Von Daniel, Kapitel 4, 9, Vers 4 tot 27, trägt ob nix. Nee, ist nee. Absolut unverstanbar. Da habe ich drei Uhr Erzending an, besteht auch in den Zeit. Und ich habe toen den King James dabei genommen und ich habe den King James vertalt nach Deutsch und dann hat es Sinn gemacht. Mit präzise Manier, als ich von nu ab werk. Ja? Der King James nehm je als Basis und dann kijk je auch, mag je eigen Vertaling und dann könnt ihr es auch vergleichen mit dem Eastward. Das andere Markt hilft keinen Sinn. Nee. Und um das hier zurückzukommen nach Futurisme, das in dem Futurisme wurde ausgelegt, dass der Antichristus in die Zukunft kommt und will davon, dass der 70. Weg von Daniel tot nütu unverfüllt ist. Ja. Das ist Futurisme. Das in dem Ene ist alles gebührt, reds in Verleden. Der Antichrist was Nero, Caligula, wenig viel Spielke in Roll, wie, ja, ein alles ist in Verleden gebührt, da holt er nie mehr vor der Sorge. Dann der andere Lehr von den Jesuiten, es hat gebührt allemal in Zukunft, da muss ihr nicht auch keine Sorgen übermachen. Ein Traues, als es dann, bevor es dann gebührt, habt ihr noch der sogenannte Rapture, ja, das ist das, der, ich weiß dann echt die Verteilung nach Niederlands dazu, der Entrückung in Deutsch ist das Wort, Entrückung, ja, das ist der Uithalle von der Kirche, von der Heilige, ja, Wegrücke, wenig viel, von der Heilige auf diese Erde nach Jesus Christus, dass die sowieso an diese große Tribulatie, an diese große, wie nennt ihr das in Deutsch? Trübsal, ist das in Drufigkeit auf was? Die große Verfolgung, oh, nicht so, darum daran leiden, die werden daraus gehalten. Das, ihr müsst euch keine Sorgen machen, alles ist gut. Ja? Ihr wisst das, als ihr ärgert bei einem Crime Scene kommt, da, ne? Und die Polizei sperrt dann auf mit so einem Bandje, und dann kommen die Polizei mal bei und sagen, geh mal fertig, nichts zu sehen, alles in Ordnung, so ist das da mit York. Ja? Ja. Das sind das die zwei fautive Äußlinge von den Jesuiten in die Welt gebracht, von Louis de Alcazar, Beginn von der 17. EU, 1614, um präzise zu sein, Präterisme, alles ist in Verleden gebührt, und von Francisco Ribera, der Jesuit, die in 1590 hat ausgebracht, die 1590, 1591, von Futurisme, die übrigens ein paar Jahre later überleden ist. Ja? How convenient, soll ich mal sagen. Ja, und dann habt ihr noch eine derbe Sichtweise. Und das ist die bibelische Sichtweise, die gebasiert ist auf der geschichtlichen Sicht. Mit anderen Worten, die alles mit an das Geschehen ist, das gebührt ist. Und das darunter versteht, dass eine Prophezie in der Bibel nichts anderes ist, als Geschehenes, das auf Vorhand geschrieben ist. Und die geschieden ist, auf die Prophezien, die auch unterdessen verfüllt sein, kündige von da, umdat wir in 2020 leben, daran meten, weil sie kijkt von da zurück nach het Verleden und sieht, welche Prophezien uitgekommen sind. Und ihr sollt sehen, dass dort nicht elke Prophezie von der Bibel uitgekommen ist. Denn das nennt man das Historizisme, umdat wir historisch gaan kijken. Wir kijken in die Historie. Ja? Wir kijken, was in der Historie gebeurt. Und als wir dann über die 1260 Tage sprechen, 1203 score days, die 1203 score years sein, dann lesen wir über, über die Regierung von der Antichrist, die das was zwischen 606 und 1866, grob gesagt, ist eine Kehr, dann könnt ihr sagen, dann wird ihr dass der Antichrist unter uns wählt, dass der Antichrist het Pausdom ist, das was elke Reformer gesagt hat, das was Paulus gesagt hat in 2. Thessaloniker Kapitel 2. Paulus hat in 2. Thessaloniker Kapitel 2 gesagt, ich könnte nicht hier das Datenvertrauen dabei halten, weil ich habe hier allein der Schlachter und ich habe den König James. Anders soll ich es nicht den König James da oben tun, das ist ein von den absolut meist markanten Versen, als ich mich frage. 2. Thessalonicenser? 2. Thessaloniker, Kapitel 2. Ja. So 2. Das ist echt ein von den allerbesten Versen, die ich mir so kann bedenken, die gerade über den Antichrist. Dann, als ich da bekäckt, natürlich
von Beginn auf ansammeln und weiter müssen lesen. Mal sicher Vers 7. Ja, da steht hier in meinem König James, und ihr könnt es hier bei Perimé lesen in Niederlands. Mhm. Der König James steht: For the mystery of iniquity doth already work. Only he who now letteth will let until he be taken out of the way. Ja, das, was steht in der Staatenverteilung, komplett korrekt vertalt. Want de verborgenheid der Ungerechtigkeit wordt alrede gewrocht. Alleen lijk die hem nu weerhoudt, die hem nu weerhoudt, die zal hem weerhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Over wie heeft Paulus het hier? He who now letteth shall be taken out of the way. And then, vers 8, and then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth and shall destroy with the brightness of his coming. Ja? Mhm. Dus hier spreken we over de Antichrist. Ja. Dus de Verborgenheit der Ungerechtigkeit wordt al vrede gewrocht, dus is nu al in werking, zoals de King James het zegt. Ja, dat is oud-Nederlands en mhm. hier en daar moet je het een beetje aanpassen om het beter te verstaan misschien. Zeker ik, die ik niet... Nederlands spreekt van mijn geboorte. Mm-hmm. Alleen lijkt die hem nu weerhoudt, die zal hem weerhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Dus hij spreekt over de regering op dat ogenblik als hij dit spreekt. Wie was aan de regering in die tijd als Paulus aan het spreken was? Caesar. Ja. Of de Caesaren. Ja? Niet Julius Caesar, hè, maar de Caesaren, de keizers van Rome. De keizers van het heidense Rome. Ja. Die weerhouden hem. En als dan zal de ongerechtige openbaard worden. Ja? De man der zonde, de zoon van de verderfenis. Ja. Ja? Ten welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds en te niet maken door de verschijning zijner toekomst. Ja? Dus hier wordt ganz duidelijk gezegd, de keizer moet uit de weg geruimd worden. Wanneer is de keizer weggegaan? Nou, volgens mij helemaal niet. Maar... Jawel, in de jaren 20 van de vierde eeuw. Constantin heeft zijn zetel verplaatst van Rome naar Constantinopel. Ja. Hij is weggegaan. Hij heeft een vacuüm, een machtvacuüm achtergelaten in Rome. En de bisschop van Rome heeft dat machtvacuüm uitgevuld. En is, zoals Daniel voorspeld heeft in kapitel 7, het kleine horen is gegroeid en gegroeid totdat het oppermachtig werd. Tot 606, der erste Paus kam, Innocent Bonifacio, ich komme nicht auf seinen Namen, den derde war es in welchem Fall. 606, die de Macht kriegt von Kaiser Phokas, aus Konstantinopel. Und der Kaiser, der romeinse Kaiser, heeft von auf 300 in de jaren 20, ja, da ist Konstantin heeft in 321 het sogenannte Christentum Staatsreligie verheven, tot Staatsreligie verheven in het heidense Romeinse Reich. Ja? Mhm. Dann haben wir in 325 das Konzil von Nicea gehabt. Mhm. Und Konstantin, was in der Lob von der Jahre 20, ich weiß nicht wann er präzis, da könnt ihr selbst nicht nachkijken, weggegangen aus Rome nach Byzantium, hat da sein neues Sedel abgebaut und die Stadt wird nach ihm benannt, Konstantinopel. Ja. Was von Dach der Dach Istanbul ist, als ja. ich nicht miss bin. Klopt. Okay? Ja. So. Und das, er geht weg aus Rome. Dus, dat is de vervulling van wat Paulus hier zegt. De verborgenheid, de ongerechtigheid wordt al vrede gewrocht. De paus is al hier, niet onder de naam de paus. Maar de antichrist is al hier. In de vorm van de navolgers, in dit geval zelfs van hemzelf, van Simon Magus. Handelingen kapitel 8, mm-hmm. waar we Simon Magus leren kennen. Ja? Heel interessant verhaal. Maar hey, als ik nu doorpraat, hou me een keer tegen. Ik praat nog 3 uur door. Ik kan niet anders. Ja, 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 ja. Dus het punt is gewoon dat hem zegt van de antichrist is al aan het werken. Maar er is nog iemand die hem weerhoudt. En als die hem weerhoudt zal weggaan. Dan wordt de ongerechtigde geopenbaard. Dus dan wordt de antichrist geopenbaard. Konstantin ging weg in de jaren 20 van de vierde eeuw. Naar Konstantinopel. En heeft dus die antichrist in Rome achtergelaten, die daardoor dat de keizer weg was, ja, so, hoe zeggen ze dat in Vlaams? Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. Niet waar? Ja.
Ja, dass die Heft mit anderen Worten dann die Macht übernommen ist, gegrüht in seine Macht zwischen der 4. und der 7. EU. Ja, und Beginn 600 ist ja der 7. EU. Ja, in die kleine 300 Jahre ist er gegrüht, tot er endlich tot seine Macht kam, zwischen 606 und 1866, die 1260 Tagen, die verspellt waren als Regierung von der Antichrist. Mhm. So, und das ist die historische Beschauung. Mhm. Dus je hebt de preteristische beschouwing, alles is reeds gebeurd. Je hebt de futuristische beschouwing, moet niet kijken hier, ga maar verder, niks gebeurd, is allemaal in de toekomst, moet ik geen zorgen aan maken. Of je hebt de historische beschouwing en dan zijn ze middenin in de geschiedenis gevangen. Dus, en dat zijn de drie uitleggen die je hebt. En als je dan weet dat de Jesuiten door middel van Francisco Ribera an den einen Kant vor Futurisme und Louis de Alcazar an den anderen Kant vor Präterisme, der Verantwortliche sein, um die zwei Lehren in die Welt zu setzen, um mit Scheinwerperlicht von der Paus ist der Antichrist wegzunehmen, das in Beginn von just diese 16. EU war, Francisco Ribera ja auf das Ende von der 16. EU sein Lehr von der zukünftigen Lehr von der Antichrist ausgebracht hat, dass hier der 16. EU durchgelehrt wird durch die Menschen, die endlich ist, eine korrekte Bibel in ein eigenes Tal in der Hand hielten, dass jeder wusste, das Paustum ist der Antichrist, und das Spotlight, nun ich es mal nicht, das Scheinwerperlicht von die Paus wegzutun, mussten andere Lehre introduziert worden. Und von da wird in elke Kerk der Welt allein mal Futurisme gelehrt. Und niemand weiß mehr, dass das Postum der Antichrist ist. Und darum, dass ich ja so den Nachdruck setze in mein Ministerium, Hour of the Truth, Uhr von der Wahrheit, Stunde der Wahrheit, dass das Postum der Antichrist ist. Und dass wir nach Historismus müssen durchkehren, dass wir die Sicht von den Reformers durch müssen haben, dass wir die Sicht von den Aposteln durch müssen haben, dass wir die bibelische Sicht auf den Antichrist müssen akzeptieren. Nicht die Sicht von einem Mensch, futuristisch oder präteristisch, sondern die Sicht von Gott. Ja, und dann sollen wir die Wahrheit werden. Und ich denke, dass ich nur eben schon so weit gebracht habe. Ja, ja, und wir sind auch über die Uhr. Dus. Het is een mooie tijd om het te gaan afronden. Want ik vind het wel een goede uitleg die je gaf over het futurisme. En ik vind het ook belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van het gevoetel, zoals ze in Limburg zeggen, met de Bijbel. Er wordt mee gerommeld. En daar is uiteindelijk dan deze uitzending dan over gegaan. In plaats dat we Genesis 10 gingen oppakken, hebben we het daarover gehad. Dat je goed moet opletten welke Bijbel je eigenlijk leest. En ik vind het dan fijn dat wij de King James, de koning Jacobus, 1611 gebruiken. En dat is een mooi helder uitgangspunt. En de Statenvertaling, ja, die klopt Perry. Ook. Perry? Ja? Ik zou voor één plezier vragen. Kun jij Genesis 3:1 lezen in Nederlands? Dan weet je waarom die Bijbel zo slecht zijn. Ik pak hem erbij, Genesis. Ja, bedankt. 3, vers 1. Ja. Ja, zal ik hem voorlezen? Ja. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van allen boom deze hofs? Ja. Mm-hmm. Precies. Ja. Waarom? De slang was listiger. Ja. Warum war es die listige? Goeie vraag. Kom maar. Ja. Die was listiger. Want die was possessed. Besäten. Besäten. Van de geest van Satan. Ja, precies. Ja. Und Satan war der schlimmste, der meiste, der beste, bei Weise von Sprechen, Engel in der Himmel, tot hei, tot on, wie sagt man das, Iniquity? Trotz. Iniquity was found in him. Hoe vertaalde je dat naar het Nederlands? Iniquity, ongerechtigheid. Ongerechtigheid. Tot dan ongerechtigheid in hem gevonden werd en hij des hemels verwezen werd.
Endes in de slang trok. Dus het is niet de slang die listiger was dan het gedierte van, de, van, de, van des velds, maar het was de geest die de slang bezeten had. Ja. Waardoor die slang tot de vrouw sprak. En toen begonnen de problemen op deze aarde. Goeie punt, Michael. Ja. Ja. En dan zijn we tenminste terug bij Genesis, hè? Ja, dan komen we toch nog ergens terecht. Nou heren, hartstikke bedankt voor het bijwonen en vooral aanvoeren van, dit, van deze mooie discussie. En toch wel tof dat we toch iets heel moois, duidelijke dingen hebben gezegd over de onduidelijkheid. En dat er wel degelijk een Bijbelvertaling is, namelijk de King James of de Koning Jacobus, die je kan nemen als uitgangspunt. En dat de Statenvertaling zo slecht nog niet is en dat de Slachterbijbel problematisch is. Ja. Wil jij nog wat toevoegen, Michael, ter afsluiting? Nee, bedankt Perry en bedankt Jörg en bedankt Luisteras voor jullie tijd. En ik vond het heel belangrijk dat ik die punten kon maken, want ja, dat is nu een heel zware punt. En dat is ook voor de toekomst de juiste beslissing, denk ik. Ja? Ja. Want wij maken hier geen compromissen. Ja, wir suchen de Wahrheit, und die Wahrheit ist Jesus Christus. Ja. Und das ist der enige Geist, der uns auf dit Moment hier in die Wahrheit lädt. Ja, und sagt, okay, das 53, kijk mal uit, Michael, misschien ist da iets, waar je niet overeenkomt. Und das ist nu de juiste Zeit, um de mensen te ja, de mensen te vertellen dat wij geen compromissie maken. Ja? Wij tolereren geen compromissie. Wij tolereren geen fouten en wij zijn op de zoek naar de waarheid. Ik ook. Ja. En jullie ook. Okay. Mm-hmm. Nou, jij nog een laatste woord, Jörg? Nee, ik ben alleen met u dankbaar dat ik nog eens een keer over de futuristische leer heb kunnen gaan vertellen. Ja. Want dat drijft mijn hele ministerie. En ik ga binnenkort, ik heb me die twee boeken besteld, ik ga binnenkort twee boeken lezen van Steve Wolberg in Engels. Mm-hmm. En dat eerste boek noemt Exploding the Israel Deception. En als je dat in Engels gaat volgen, dan ga je verstaan waarom dat de hele wereld in de leugen leeft met de staat van Israël en de antisemitisme en waar dat allemaal vandaan komt. En dat het allemaal één grote duivelse leugen is. Precies als hier in Genesis 3:1 staat. De slang was listiger dan al gedierte van het veld. De slang praat vandaag niet meer tot mensen. Maar er zijn wel mensen die met gespleten tong naar andere mensen praten en dus de positie van de slang in de Garten van Eden overgenomen hebben. En dat zijn voornamelijk Jezuïten die bezeten zijn van de geesten van gevallen engelen en van de geest van Satan. En die te ontmaskeren, dat heb ik mij tot opgave gemaakt in mijn ministerie Hour of the Truth en evenzo vecht Michael daartegen en vecht Perry daartegen. En daarom willen we met jullie in deze lezingen vooral de Bijbel met elkaar delen. Wort rots, dat zo belangrijk is om te verstaan, maar je moet ook begrijpen dat er maar één correct woord van God is en dat moet je begrijpen, want anders word je verward, gelijk wat we straks al vastgesteld hebben. En als er verwarring bestaat, dan daalt het geloof. En het geloof is het enige wat je hebt, want uit het geloof komt hoop. Dat lijkt mij ook, ja. Ik heb hier niets aan toe te voegen en tegen de kijkeraar zeg ik heel getrouw op zijn hamburgers tjus en tot de volgende Bijbellezing die ongetwijfeld wel gaat over Genesis 10.